Und damit herzlich willkommen zurück zu Lego City Undercover. Ich hätte jetzt schon wieder fast Lego Jurassic World gesagt. Bevor ich jetzt loslege, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal. Aber ansonsten, beim letzten Mal wurde erzählt, da hinten beim Limousinenladen ist die Alarmanlage angegangen. Das soll ich jetzt aufklären. Also laufe ich da einfach mal hin. Ich höre es schon. Mal sehen, was da ist. Was macht er noch da drin? Eins, zwei, drei. Perfekt. Kräftig. Oh Mann, ey. Das ist das, wo ich richtig schlecht bin drin. Drin bin. Aber zum Glück wartet der ja auf mich, weil er schnell außer Puste ist. Da seht ihr schon, ich bin absolut gerotten schlecht. Das ist jetzt fast so ein Danebensprung gewesen. Der Ninja, wo ist er hin? Ja, da. Alter. Das schaltet man später, glaube ich, auch noch als Parcours frei. Hier lag irgendwo ein Stein. Nehme ich mal mit. Hep. Und zack und bumm. Voll außer Puste. Tür zu. Tür auf. Und weg. Ich bin... Chase! Oh. Natalia! Ich dachte, Chans Leute wären hinter mir her. Stimmt auch irgendwie. Ich ermittle verdeckt in seiner Gang. Aber warum warst du in seinem Büro? Ich versuche, meinen Dad zu finden, Chase. Was? In einem Aktenschrank? Nein, nein. Aber kurz vor seinem Verschwinden hat man ihn in eine Limousine einsteigen sehen. In eine von Chan? Glaub schon. Aber alles, was ich in Chans Büro finden konnte, waren leere Geldsäcke aus dem Papalardos. Das Papalardos? Ja, die Eisdiele mit dem Wagen, du weißt schon. Ja, ich erinnere mich. Wenn Chan für Winnie Papalardos Gang arbeitet, arbeitet Winnie dann für Rex? Hey, wo willst du denn hin? Chan muss meinen Dad irgendwo anders festhalten. Warte, das ist zu riskant. Ich finde deinen Dad. Das ist ja wohl das Mindeste. Ich lasse nicht zu, dass du meinen Dad in Gefahr bringst, nur um deine Fehler wieder gut zu machen. Ich mach das doch nicht deswegen. Oh, arme Chase. Parcours freigeschaltet. Das kann ja was werden. Aber das mache ich jetzt noch nicht, weil ist ja... Kapitel 6, das bleibt in der Familie. Kapitel 6, genau. Der Esel gefällt mir besser, genau. Was hast du in meinem Büro gefunden, Fahrer? Nichts. Muss wohl ein Tier gewesen sein, das den Alarm ausgelöst hat. Ein störrisches zudem. Och, schon wieder? Du solltest doch keine Karotten da drin lagern, du Idiot! Keine Sorge, niemand weiß, dass du für Winnie Papalardo arbeitest. Fantastisch! Was?
Du warst an meinen Unterlagen! Tut mir leid, ich konnte nicht anders. Aber wow, Vinnie Papalardo ist ja ein echt schlimmer Finger. Kann schon sein. Aber im Gegensatz zu mir braust er schnell mal auf. Was? Ich habe ein sehr sanftes Gemüt. Du bist gefeuert! Außerdem traut er niemandem. Besonders seit seine rechte Hand, Mo, eingebuchtet wurde. Vinnie wäre sicher dankbar, wenn ihm da jemand aus der Patsche helfen würde. Allerdings! Du könntest einen Gefangenentransporter klauen und Mo dann vor dem Gericht einsammeln, wo heute seine Verhandlung stattfindet. Warte mal! Willst du dich etwa seiner Truppe anschließen? Du bist mein Fahrer! Nicht mehr lange. Wenn ich Mo rausboxe, könnte mir das den Weg in Vinnies Gang ebnen und mich etwas näher an Rex ranbringen. Ich fahre mit dem Taxi. Hey Chase, wie kann ich helfen? Was weißt du über Vinnie Papalardos rechte Hand? Mo De Luca? Er ist eigentlich gar kein Krimineller, sondern nur Vinnies Cousin. Weshalb steht er dann vor Gericht? Lass mich nachsehen. Wow, 412 unbezahlte Strafzettel. Ein paar Knöllchen? Dann wäre es also nicht so schlimm, wenn er nicht eingebuchtet würde. Was hast du vor, Chase? John arbeitet für Vinnie und der wiederum arbeitet für Rex. Da bin ich mir sicher. Aber um an Vinnie ranzukommen, muss ich sein Vertrauen gewinnen. Indem du Mo De Luca rausboxst? Wenn das mal kein Ärger gibt. Das wird Ärger geben. Das ist meine einzige Spur. Kann ich mir hier irgendwo einen Gefangenentransporter borgen? Frag mal Chuck. Du findest ihn hinter der Polizeistation. Ich sag ihm Bescheid. Seht ihr? Jetzt bringt mich das Taxi schön an mein Ziel und ich muss nicht selber fahren. In der Zeit hole ich mir was zu trinken, während der Rowdy das macht. Bis gleich. So, wieder da. Springen die alle vor die Wand. Ich find's witzig, dass die Taxifahrer, genau. Oh, meine Sprache lässt auch schon wieder nach. Dass die Taxifahrer sich auch nur so halb an die Straßenverkehrsordnung halten. Leute anfahren. Mal die Vorfahrt wegnehmen. Hier zum Beispiel wieder. Auf der gegenüberliegenden Spur fahren. Auf der falschen Spur fahren halt. Danke. So, Was geht ab? Ich habe Chuck noch nie getroffen, ne? Eigentlich. Ich habe halt nur mal kurz die Info bekommen, dass es bei ihm die Fahrzeuge gibt. Hallo, Officer McCain. Habe Sie schon erwartet. Bestens. Sie haben also einen Gefangenentransporter für mich? Ja, aber sicher doch. Allerdings kann ich für die Sache wirklich Ärger kriegen. Dann könnte ich mich vielleicht revanchieren. Das wollte ich hören. Nehmen Sie die Kiste und folgen Sie mir. Stellen Sie die Kiste hier ab. Ist ein Motorrad, das ich bestellt habe. Ach du Schande, da fehlen ja die Räder. Könnten Sie mir welche besorgen? Na klar, dafür bin ich ja hier, ne? Um die Motorradräder zu besorgen. Ich weiß tatsächlich schon, wo die sind, deswegen beschleunige ich das Ganze mal ein bisschen. Hier ist eins. Eins, auf Superstein. Okay, dieses super schwere Rad. Was man auch nicht einfach rollen könnte oder so. Eins. Eins haben wir. Fehlt noch eins. Ist ja schließlich kein Einrad. Naja, wer von euch kennt die Ehrlich Brothers?
Grüße an einen meiner Zuschauer, der auch öfters mal kommentiert. Der kennt die. Auf jeden Fall der, weiß ich, da bin ich mir ziemlich sicher. Kann man angeln. Die Ehrlich Brothers, die haben jetzt ein Keinrad. Also ein Einrad ohne Rad unten dran. Der eine von denen will das halt demnächst fahren. Oder hat es schon, ich weiß es nicht. Falsche Tasse. Alter. Sieht denn da so? Ein Rad? Was sonst? Ah. Schon wieder vergessen, keine Stampfattacke. Und das bringe ich auch mal kurz nach oben. Zwei haben wir. Jetzt noch... Moment, ich dachte an ein Dreirad. Sieht richtig nach was aus. Ob es auch verkehrstauglich ist, gibt wohl nur einen Weg, das herauszufinden. Sie sollten mal eine Runde damit drehen. Einmal Cherry Tree Hills, Auburn Docks und zurück. Ich mach ja schon keinen Bock. Weil Rennen sind anstrengend im Spiel. Aus. Beim letzten Mal habe ich mehrere Versuche gebraucht. Hier runter. Ich habe aufgehört, Gas zu geben. Sorry, Alter, ich bin kriminell. Ich darf das. Oh, das sah geil aus. So, ich bringe einen oberen Docks. Punkt nicht gekriegt. Das ist bisher weniger knapp als mein letzter Versuch bei dem Scheiß. Ich liebe es, wie die Straßen halt einfach so hin und wieder mal Autos zerstört. Über eine Minute Zeit. Das muss ich beim letzten Mal hier ziemlich angestellt haben. Ach komm, ich hab Zeit. Zack. Fertig. Hey, das ging ja flott. Und es ist noch alles dran. Wie abgemacht. Der Gefangenentransporter steht dort drinnen. Perfekt. Ach ja, jetzt habe ich die scheiß Rennen freigeschaltet, ne? Und los. Ich habe keinen Bock, die Rennen zu fahren. Die sind so schwer. Und dann fahre ich mal zum Gericht. Nein, einen von der Fünfer-Konvo verkackt. Zu weit gefahren, kann das sein? Ja, ich bin viel zu weit gefahren. Verfahren, mitten auf Mission, perfekt. Ist scheiße. Wo kamen die denn her? So.
sind wir schon wieder am Blackwell-Turm. Ihr werdet schon bald wieder von Modeluca hören. Die Strafe sitze ich doch auf einer Backe ab. Bei meinem Sitzfleisch. Hier der Papierkram. Modeluca werden wir wohl frühestens in 8 Jahren wiedersehen. Die Strafzettel machen's möglich. Und wieder einen eingebuchtet. Damit geht meine 36-jährige Karriere zu Ende. Ohne einen einzigen Fleck auf der Weste. Hey, Pat! Ich bin hier, um Modeluca abzuholen. Ja, der Fleck ist nicht auf seiner Weste. So, schwebt in der Luft über seinem Kopf. Hey, alles klar da hinten, Mr. DeLuca? Mit dir quatsche ich nicht. Halt die Luft an und mach deinen Job. Wie Sie wollen, aber ich arbeite nicht fürs Gefängnis. Wir könnten also gern woanders hinfahren. Was? Junge, ich wusste doch, auf wen ihr ist Verlass. Wie heißt du, Kleiner? Chase. Nie gehört, nie gesehen. Bring mich zum üblichen Versteck. Eigentlich arbeite ich für Chan Chuan, aber ich hab die Faxen dicke. Ich will für einen richtigen Kriminellen arbeiten, deshalb die Nummer hier. Haha, Mut hast du jedenfalls, Chase. Cedarstraße, da ist das Versteck. Sie sind mir wohl auf die Schliche gekommen. Könnte holprig werden. Wenn mir dafür 8 Jahre Knast erspart bleiben, ist mir egal, wie holprig es wird. Und. Ups, da. Er hat mich direkt getroffen. Das war eine solide 7 auf der Verfolgungsjagdskala. Nicht schlecht, Kleiner. Mir ist schon klar, warum Chan dich angestellt hat. Du bist ein guter Fahrer. Das würde ich jetzt nicht so sagen. Ey, lass mich in Ruhe, du Vogel. Wie sind denn nicht im Moment so viele Leute Vogel? Ich glatt nostalgisch und muss daran denken, wie mich Jimmy Skerlex damals im Kofferraum über die Grenze gebracht hat. Die guten alten Zeiten. Da hätte ich jetzt auch mal da durchspringen können. Kaum zu glauben, dass sie mich wegen ein paar Knöllchen 8 Jahre lang wegsperren wollten. Ja, 412. Also, unbezahlt. Willst du wirklich zu Vinis Truppe überlaufen? Ja. Vielleicht kann ich da was arrangieren. Zwischen uns beiden ist ja alles klar. Aber für Vinny bist du noch ein Niemand. Du wirst etwas ganz Ausgefallenes für ihn erledigen müssen, damit er dir vertraut. Was auch immer es ist, Mr. DeLuca. Da weiß ich auch schon, was es ist. Aber das sag ich mal nicht. Das erfahrt ihr jeden Moment selber, weil ich bin jetzt da. Mach hinten auf und lass mich raus. Ist es schon offen. Danke. Mo, bist du abgehauen? Haben uns gerade überlegt, wie wir dich dafür Winnie raushauen könnten. Tja, der Kleine hier war schneller. Lass den Transporter verschwinden. Danke, Chase. Ich melde mich bei dir. Der ist kein Krimineller, tatsächlich? Sicher? Hey, Chase. Ich weiß jetzt, wie du Vinnies Vertrauen gewinnen kannst. Das ging ja fix. Ich bin ganz Ohr. Mein Schwager arbeitet am Flughafen. Er meinte, sie hätten gerade so eine Ladung Hightech-Dinger von einer Sicherheitsfirma reingekriegt. Bin mir ganz sicher, dass Vinny die Teile liebend gerne in die Finger kriegen würde. Und wie soll ich an die Dinger rankommen? Normalerweise mische ich bei diesen Geschichten nicht selbst mit. Aber ich schulde dir wirklich was. Für die Sache beim Gericht. Ich werde dir also dieses eine Mal helfen. Triff mich auf dem Parkplatz, südlich vom Flughafen. Okay, dann. Unterwegs. Ich fahre mit dem Krankenwagen. Ja, wieso hältst du an? Ach ja, ich habe gebremst. Da war ja was. Hoffentlich braucht Mo nicht so lange. Hey, Chase, wartest du schon lange? Überhaupt nicht. Der Wagen hier ist für dich.
gehört meinem Bruder, den ich nicht leiden kann. Ramponier ihn also ruhig. Wird gemacht. Keine Sorge, bei meinem Fahrstil klappt das bestimmt. Wow, das ist der LKW, den du stoppen musst. Los ins Auto. Oh, das war ein dickes Teil. Gut, und jetzt gib Gas. Und... Nicht schlecht, Chase. Schätze, das du wirst dich gut machen in der Gang. Schaff jetzt den LKW zu Vinnys Eisdiele. Er kennt dich zwar nicht, aber damit machst du gleich einen guten Eindruck. Hey. Ja, Polente kommt mir sicher auf die Schliche. Ich habe beim Büro der Bürgermeisterin angerufen und sie haben mir versichert, dass die Polizei alle Kosten übernimmt, solange du nur Rex Fury schnappst. Na, das passt. Ich habe mir gerade einen LKW geborgt, wenn du verstehst. Keine Sorge, ich führe Buch, seit Frank mir von dem Wagen erzählt hat, den du für Chan geklaut hast. Frank hat tatsächlich dran gedacht? Ich bin beeindruckt. Eigentlich wollte er mit dem Weihnachtsmann drüber reden, aber er hat mich zum Glück vorher gefragt. Er scheint tatsächlich aus seinen Fehlern zu lernen. Bin fast ein bisschen stolz auf ihn. Ich halte dich auf dem Laufenden, falls ich noch was mitgehen lasse. LKW fahren ist schwer. Ach, die Polizei ist mir auf die Schliche gekommen. Ich bin aufgeflogen. Hinter mir ist einer. Ich hab mein Mikrofon gehauen, das tut mir leid. Ah, falsch, ich bin schon an der Eisdiele. So. Und ich bin so gut wie da. Jetzt. Nein. Ich darf nicht aussteigen. Jetzt muss ich hier wirklich durchfahren. Danke. Vinny Pappalardo war der Chef der größten Gang in Lego City. Und jetzt wollte er mich sehen. Seine Eisdiele war ein Treffpunkt für Ganoven aller Art. Da wären zum Beispiel Tony One Time, der alles immer nur einmal sagt. Hey! Pauly Blindfolds? Nein, sag ihm, wir können uns heute nicht sehen. Lucky Pete? Freut mich! Hey! Hey! Hey, guck mal! Hier ist ein Glückspenny! Lucky! Die Crayfish-Zwillinge? Sorry, falscher Tisch! Oh. Und Mikey Spoilers. Hör mal! Wenn du im Weltraumzentrum einen Planeten von der Decke haust, hast du einen geheimen Gegenstand. Ich glaube, das entfernt sich. Obwohl, nein. Ja, wir gehen später noch ins Weltraumzentrum. Oh, Medusa. Komisch wie? Was ist komisch dabei? Glaubst du, ich bin zu deiner Belustigung hier? Wie komisch? Entschuldige, Boss. Ich dann raus jetzt, nur, du kleine Laster ab! Komisch. Hey, du musst Chase sein. Was du für meinen Cousin getan hast, vergesse ich dir niemals. Entschuldige den Aufzug. Mein Kleiner hat Geburtstag. Sollte eine nette Überraschung sein. Weißt ja, wie das ist. Die Dinger, die du mir besorgt hast, standen schon lange weit oben auf meiner Liste. Man nennt sie Farbwaffen. Und die nicht ganz so ehrenwerte Gesellschaft kann sicher was damit anfangen. Weißt schon, unsere Leute. Also, ich brauche jemanden, der so ein Ding mal richtig auf Herz und Nieren prüft und ganz nebenbei den Riesensmaragd aus der Lego City Bank im Zentrum klaut. Hättest du Lust, es mal auszuprobieren? Tja... Wenn ich schon mal hier bin? Genau. Und keine Sorge, ich lese die Anleitung und klingel dann durch, um zu erklären, wie das Ding funktioniert. Viel Glück, Chasey. Hallo? So, dann fahren wir mal dahin, ne? Das ist ein Notfall. Das ist schon markiert. Bei dem Zentrum. Ich habe bald was Neues für dich, Ellie. Werde wohl einen Banktresor knacken. Oh,
Welchen? Den in der Lego City Bank im Zentrum. Kein Problem. Benötigst du dabei Hilfe? Klar. Okay, gut. Auf dem Platz gegenüber der Bank wäre ein Eingang zum Abwasserkanal. Wow, Momentchen mal. Der Kanal? Wie wär's mit dem Haupteingang? Du willst zum Tresor? Der einzige Zugang ist durch die Lüftungsklappe über dem Raum. Und dahin kommst du nur durch den Kanal. Warum auch immer Hattest du etwa einen roten Teppich erwartet? Ja, ja, schon klar. Danke, Ellie. Warum auch immer die Belüftungsklappe in den Abwasserkanal führt. Weil da stinkt's drin, im Abwasserkanal. Hey. Augen auf im Straßenverkehr, Chase. Ich bin da. Ja, da ist Kanal. Das ist ein Bulle. Brechi. Es geht mir gut. Aber bevor ich dort jetzt reingehe, ganz cool als Gangster, mache ich jetzt hier Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr die nächste Folge und andere coole Videos nicht verpassen wollt, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.